Der FCH musste im Trainingslager in Österreich zum ersten Mal in dieser Vorbereitung gegen eine Profimannschaft ran. Der Gegner Dynamo Dresden. Vor knapp 300 Zuschauern auf dem Sportplatz in Angerberg wartete eine interessante Partie gegen den letztjährigen Zweitligisten. Unsere Mannschaft kam dabei gut rein in die Partie und so gehörte die erste Chance zu Recht unserer Mannschaft. Es ist die 8. Spielminute und der Ball kommt von Geipel auf Kühlwetter und der bringt den gleich per halbhoher Flanke über Umwege zu Janis Burnic und der lässt sich nicht zweimal bitten. Das ist das frühe 1:0 durch den Ex-Dresdner in der 8. Minute. Bisher absolut verdient. Wie gesagt, unsere Mannschaft kam besser rein. Dann mussten die Fans etwas länger warten. Das hier ist die 36. Minute. Schöne Seitenverlagerung von Geipel auf Kühlwetter. Und jetzt müsste gleich eigentlich ein Pfiff ertönen. Denn, so wie es aussieht, war Elas da mit der Hand dran. Die Wiederholung belegt das nochmal. Es hätte den Elfmeter geben müssen. Eine Chance haben wir in der ersten Hälfte von Dynamo auch noch für euch. Da wird's richtig knapp. Kühlwetter verhindert auf der Linie. Das war gegen Kutschke. Das aber auch die einzige Chance für Dynamo. Dann wechselte Frank Schmidt 11-mal durch. Dementsprechend kam Dresden ein bisschen besser rein in die zweite Hälfte und hatte diese Chance zum 1:1, das in der 73. Minute Phil Harris. Da wäre Paul Czernot wohl nicht mehr rangekommen. Dann kam unsere Mannschaft aber wieder besser rein und einer hatte Bock auf ein Fernschusstor. Stefan Schimmer versucht's aus über 50 Metern. Der geht ein bisschen am Tor vorbei. Wäre er draufgegangen, er hätte Dresdens Torwart wohl vor größere Probleme gestellt. Einen haben wir noch, richtig schön rausgespielte Situation über Rittmöller. Dann lässt Schimmer durch und Köter muss den doch eigentlich machen. Denkste, er macht ihn nicht. Und so endete das Spiel dann mit 1:0 für unsere Mannschaft gegen Dynamo Dresden. Erste Halbzeit war insgesamt ordentlich, bis auf eine Eckballsituation von Kutschke, der den Ball gut platziert und wir den Ball von der Linie kratzen, haben wir wenig zugelassen, haben ein Tor gemacht, ein, zwei Chancen noch ausgelassen. Man hat gemerkt, wir sind vierten Tag im Trainingslager, sind die Beine auch schwer, haben trotzdem versucht, ja, das durchzudrücken, was wir auch trainiert haben. Erste Halbzeit war okay, zweite Halbzeit war es dann anders. Wir haben 25 Minuten große Probleme gehabt, man hat gemerkt, eine sehr junge Mannschaft, wo die Erfahrung fehlt. Bis auf Stefan Schimmer war es auch relativ ruhig auf dem Platz. Da haben wir dann gemerkt, dass so auch die Orientierung ein Stück weit fehlt. Da haben wir zwei, dreimal richtig Glück gehabt, dass wir den Ausgleich nicht kassieren. Aber das Gute war in der zweiten Halbzeit, dass wir uns wieder gesteigert haben. In der zweiten Halbzeit dann selber drei richtig gute Möglichkeiten gehabt haben. Da müssen wir eigentlich ein Tor machen. Unterm Strich ein guter Test am vierten Tag gegen einen Gegner, der uns auch absolut gefordert hat. Jeder musste alles geben heute und das ist auch gut so im Trainingslager, dass man solche Tests dann auch hat.